Ein bewährtes Waffensystem zur Bekämpfung tieffliegender Luftangriffsmittel. Die FLA SFL 23mm Vierling, die Schilka. Sie ist mit einem Funkmessfeuerleitgerät, vier Waffen 23mm und elektrischen Richtantrieben ausgerüstet. Die Antennen werden zur Zielsuche automatisch aufgerichtet, die ermittelten Werte auf die Waffen übertragen und ihre Mündungskappen gelöst. Turm und Waffen bewegen sich in Richtung des anfliegenden Zieles. Zur Besatzung gehören Kommandant, zwei Funkorter und Fahrer. Sie verfügen über Navigations- und Beobachtungseinrichtungen, Funkgeräte und eine Kernwaffenschutzanlage. Die Schilka besitzt eine sehr hohe Feuergeschwindigkeit und erreicht eine große Feuerdichte am Ziel. Der FLA-Raketenkomplex kleiner Reichweite ist eine Einmannwaffe. Die FLA-Raketenschützen handeln im Gefechtseinsatz paarweise, werden über Funk vom Gruppenführer geführt und erhalten von ihm die Zielzuweisung. Einer der Schützen trägt am Stahlhelm einen Funkmesspeiler. Damit sind beide in der Lage, das über Funk zugewiesene Ziel anzupeilen und schon auf größere Entfernung aufzufassen. Der Infrarot-Zielsuch-Lenkkopf der FLA-Rakete lenkt sie nach dem optischen Auffassen und dem Start durch den Schützen selbstständig ins Ziel. Eine andere Version dieses Waffensystems auf einen SPW-40 montiert. Das Fahrzeug ist mit FLA-Raketen in Containern bestückt, vier davon befinden sich auf den Startschienen. Hohe Manövrierfähigkeit, seine Schwimmfähigkeit und äußerst geringe Zeiten beim Beziehen und Verlassen von Stellungen machen diesen FLA-Raketenkomplex zu einem sehr effektiven Waffensystem. Die Besatzung besteht aus dem Kommandanten, dem FLA-Raketenschützen und dem Fahrer. Der Schütze kann die Raketen nach jeder beliebigen Seite und Höhe richten. Durch die unterhalb der Container befindliche Sichtscheibe muss auch er das Ziel zunächst optisch auffassen. Dazu erhält er die entsprechende Zielzuweisung vom Kommandanten. Auch diese Raketen sind mit einem Infrarot-Zielsuch-Lenkkopf ausgestattet. Mit diesen beiden FLA-Raketenkomplexen besitzt die Truppenluftabwehr Waffen mit größerer Reichweite. Ihrer hohen Beweglichkeit wegen können sie den Truppen auf dem Gefechtsfeld unter allen Bedingungen folgen. Die Führung dieser Vollkettenfahrzeuge in unterschiedlichem Gelände verlangen von Kommandant und Fahrer Geschicklichkeit und Erfahrung. Vom Ausbildungsstand und den exakt aufeinander abgestimmten Tätigkeiten der drei Besatzungsmitglieder hängt der Erfolg im Kampf mit dem Luftgegner ab. Zu beiden FLA-Raketenkomplexen gehören technische Batterien, die die Raketen für den Einsatz vorbereiten. Leider, leider, perfekt! Leider, leider, leider,
Eine Vielzahl von Spezialisten ist notwendig, um die Endkonservierung und Montage zu gewährleisten. Nach der Überprüfung ihrer Funktionstüchtigkeit werden die Raketen auf Transportfahrzeugen den Startrampen zugeführt. Mit dieser Funkmessaufklärungsstation RBS-15 sowie anderen Aufklärungs- und Leiteinrichtungen können Luftziele in Tausenden von Metern Höhe und über Hunderte von Kilometern Entfernung geortet werden. An verschiedenen Sichtgeräten beobachten die Funkorter den Flug des Luftzieles, ermitteln die Zielkoordinaten und geben diese Informationen an die Truppenteile und Einheiten der Truppenluftabwehr. Je früher und sicherer das gelingt, auch unter Funkmessstörungen des Gegners, desto erfolgreicher kann er bekämpft werden. Geistplatz 2, 08 mit einer vernichten. Mit diesen verschiedenartigen Waffensystemen kann unsere Truppenluftabwehr Luftziele mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in allen Höhenbereichen vernichten. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen. Seit wann gibt es eigentlich Luftabwehr? Die komplizierte Ausrüstung und Bewaffnung der Truppenluftabwehr sicher beherrschen, bei allen Tages- und Witterungsbedingungen den Luftgegner wirksam bekämpfen, das bestimmt die Anforderungen an die Angehörigen dieser Waffengattung. Gebe Zielzuweisung. Gebe Zielzuweisung. Ziel abgedeckt. Fahrer, Gasturbine anlassen. Gasturbine 100% Generatorstrom zugeschaltet. Schalte Umformer ein. Besatzung und Funkmessfeuer Leitgerät einschalten. Fliegeralarm, Seitenwinkel 1500, Ziel suchen. Seitenwinkel 1400. Seitenwinkel 1300, Entfernung 5000, Ziel im Anflug. Ach, Ziel aufgepasst. Des Manövergeschehens. Die Truppenluftabwehr deckt und sichert zuverlässig die Gefechtshandlungen der Landstreitkräfte vor Luftangriffen des Gegners. Das erfordert, rechtzeitig im befohlenen Raum gefechtsbereit zu sein, den Gegner auf große Entfernung aufzuklären und zu vernichten, bevor er wirksam werden kann. Thank you.
Der Kampf gegen Luftangriffsmittel ist vorrangig Aufgabe der Waffengattung Truppenluftabwehr. Er ist aber umso erfolgreicher, je besser alle Kräfte und Mittel auf dem Gefechtsfeld dabei zusammenwirken.